Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum vierten Teil meines New and Tasty Let's Plays. Der Paramonische Tempel ist diesmal dran. Es gibt einen Geheimgang und neue Mudokons zu befreien. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Video. Und los geht's. Wir starten direkt hier, springen in unsere Super Mario Gedächtnisröhre. Schanden kurz einmal. Nochmal. Damit der Slick sich ein bisschen bewegt. Entfernen uns von diesem Unterdrücker und können uns den Slick schnappen. Dann laufen wir einmal nach rechts, knallen den Slog weg. Einmal Self-Destruction. Und das war's. Ab in die Röhre. Dann laufen wir Richtung Fahrstuhl, aktivieren den und fahren nach unten. Da haben wir schon die ersten Paramites. Richtig hinterlistige Mistviecher, kann ich euch sagen. So, hier warten wir jetzt, bis der Slick sich Richtung Blutfekt bewegt. Und kurz davor, Hebel ziehen, komm, platt, das war's. Und hier können wir direkt in die Tür gehen und sind dann schon in dem Tempel. In dem Tempel angekommen gibt es 6 Türen, also 6 unterschiedliche Bereiche, wie man hier sieht. Und Ziel ist es, in jedem einzelnen Bereich einen, ich sag mal, Feuerschrein zu aktivieren. Wenn die Feuerschreine aktiviert sind, werden hier die ganzen Kelche über der großen Haupttür aktiviert und die Haupttür geht auf. Und in jedem Gang müssen wir erstmal so eine Art Glockenspiel finden. Okay, erste Tür angekommen. Da gibt es nur einen einzigen Geheimgang in dem gesamten Tempel, also 9 Mudokons zu befreien. Und da starten wir direkt. Einmal angekommen, springen wir hier zuerst nach oben. Und hier gibt es so eine Fleischsäcke. Springt man diesen Fleischsack ran, bekommt man ein Stück Fleisch, ein Steak, was auch immer das ist. Auf schwer bekommt man leider nur ein Stück, auf normal 3 und auf leicht, glaube ich, 5. Da springen wir dran und jetzt müssen wir sofort wieder wegrennen. Denn jetzt kommt hier so Indiana Jones Style so eine Kugel, macht die ganzen Paramites platt. Wir gehen wieder hoch, schnappen uns ein Stück Fleisch und jetzt kommt auch schon der Geheimgang, der besagte eine. Da können wir neue Mudokons befreien und der Geheimgang ist ein bisschen tricky, da müssen wir aufpassen. Wir müssen direkt loslegen, wir müssen direkt losrennen und rollen uns direkt ein, weil uns sonst so ein paar Paramites verfolgen. So, wir laufen hier direkt los, rollen uns ein, springen hier hoch, aktivieren den Hebel, dadurch geht dieser Fleischwolf an. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. So, wir holen uns einmal so ein Stück Fleisch. Jetzt kloppen die sich alle um das Fleisch. Springen wir wieder runter. So, da ist das auch schon erledigt. Relativ simpel mit ein bisschen Übung. Aber manchmal heizt man doch sehr oft in diesen Fleischwolf. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Haben wir den einen Geheimgang schon erledigt. Schnappen wir uns wieder ein Stück Fleisch, weil ich glaube, wenn wir... Oder? Ja, wenn wir durch einen Geheimgang gehen oder so, verschwindet, glaube ich, das Stück Fleisch, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier runter. Springe rüber und werfen hier das Stück Fleisch zwischen die beiden Bienenstöcke. In dem letzten Video habe ich statt Bienenstock, habe ich Wespen, also Wespen gesagt. Das sind halt Bienen. Ist klar, schmeißen hier das Stück Fleisch hin, damit die Bienen rauskommen und den diesen Paramite platt machen. Hier haben wir unser Glockenspiel, was wir wie gesagt in jedem Gang finden müssen, weil ohne das Glockenspiel können wir diesen Gang nicht verlassen. Dann geht's weiter nach links. Achso, ich muss hier runter. Nehmen das Stück Fleisch mit. Ja, okay, jetzt hat man hier auch mal noch mal Fleisch gehabt. Oder? Ja, ist auch Fleisch. Okay. Hier ist diese Feuerschale, die in jedem Gang auch aktiviert werden muss. Wir schmeißen das Stück Fleisch schnell dahin, runter, Hebel ziehen und sofort wieder zurück, hochspringen. Und damit haben wir eigentlich alles, was es braucht, um wieder aus dem Gang rauszugehen. Achso, das Stück Fleisch nehmen wir natürlich noch mit. Ja, und in allen anderen Gängen,
die wir jetzt vor uns haben, gibt es keine Mutokons zu befreien und deswegen können wir entspannt an die restlichen Gänge rangehen. Hier kann man dann quasi nichts vergessen. So, der will uns ein bisschen verarschen, das lassen wir aber nicht mit uns machen. Wir laufen bis zur Höhe des Hebels, schmeißen das Stück Fleisch und dann kommt nämlich der zweite Paramite noch dazu, ziehen an dem Hebel, sodass einer von den beiden drauf geht und der andere kann sich an dem Stück Fleisch bedienen. Ansonsten wird uns einer von den beiden nämlich angreifen. Glockenspiel aktiviert. Und damit haben wir den ersten Gang schon erfolgreich absolviert. Auf geht's in den zweiten Gang. Hier geht's erstmal. Ich weiß jetzt gar nicht, brauche ich jetzt für ein Stück Fleisch? Bin mir nicht sicher. Wir gehen erstmal hier hoch auf jeden Fall. So viel ist mal sicher. Und holen uns hier direkt, glaube ich, das Glockenspiel, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wir ziehen auf jeden Fall erstmal den Hebel. Dann kommt wieder Indiana Jones Style-mäßig hier diese Kugel. Macht die ganzen Paramites inklusive diesen Kollegen platt. Hier ist, glaube ich, noch. Hier holen wir noch das Glockenspiel, genau, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ein Stück Fleisch kassiert, durchrollen, hier drüber springen und in diese Röhre springen. Dann haben wir hier noch eine schöne Röhre. Aktivieren mit dem Hebel das Feuer. Damit ist eigentlich der Großteil dieses Gangs auch schon erledigt. Jetzt müssen wir nur noch Richtung Glockenspiel. Und das war's. Einmal hier runter. Und von hier aus ist ganz wichtig, müssen wir das Glockenspiel aktivieren. Denn wenn man selber unter den Glocken steht, machen einen die Paramites platt. Wir schmeißen nämlich jetzt hier ein Stück Fleisch. Ach nee, brauchen wir gar nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Wir klettern hier runter und rennen sofort los. Und springen direkt hier rauf und gehen in den Gang rein. Und damit war es auch das schon. Wenn man den einen Paramite, der da gerade noch unten hockte, das Stück Fleisch hinschmeißt, dann verfolgt er einen nicht. Schmeißt man dann nämlich nicht, versucht er kurz vorm Sprung einen zu attackieren. Und dann kann es, wenn man Pech hat, kann man gleich den gesamten Gang noch einmal komplett erledigen. Und das ist dumm. So, dritter Gang. Jeder Gang noch schlank. Hier springen wir einmal rauf. Hier klettern wir direkt wieder runter, aktivieren den Hebel, damit der Fahrstuhl runterfährt. Fahren hier erstmal hoch. So. Und dann haben wir den Kollegen. Den spielen wir unser schönes Lied und der übergibt uns dann so eine Art Druckwelle. Und mit der Druckwelle können wir die Minen, die sich hier überall befinden, zerstören. Die Druckwelle kann man sich jederzeit wiederholen, wenn man das Lied einmal gespielt hat. Das heißt, das Lied muss man nicht nochmal spielen. So, da klettern wir hier rauf. Chanten einmal. Und damit sind die ganzen Minen platt. Klettern wir einmal hoch. Wie immer nehmen wir ein Stück Fleisch mit. Aktivieren den Hebel, damit die Röhre aktiviert ist, die wir später brauchen. Können wir wieder einmal runterfahren. Aber nur eine Etage erstmal, holen uns die Druckwelle wieder. Die wir nämlich jetzt eins weiter unten brauchen. Ja, normalerweise halte ich mich immer noch an diesem Fahrstuhl fest, denn dann stürzt man bei der Explosion nicht. So, hier haben wir unser Feuer aktiviert. Hier schmeißen wir das Stück Fleisch hin, ansonsten aktiviert, attackiert uns nämlich der Paramite, während wir uns das Glockenspiel holen. So, dann können wir mit dem Fahrstuhl wieder nach oben fahren. Bis zur Super Mario Röhre. Springen rein. Und damit ist an sich... Achso, wir müssen hier sofort hochspringen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ansonsten attackieren uns diese Paramites.
Glockenspiel aktivieren und damit ist auch Gang 3 schon erledigt. Gang 4 ist an der Reihe. Was haben wir hier? Ah, der ist ein bisschen komplizierter. Wir müssen hier von der Plattform springen. Ein Stück laufen, das sind zwei Slicks, die müssen wir erstmal mit Aufmerksamkeit erregen, sozusagen, damit die uns folgen. Die erschießen uns aber ruckzuck. Passt mal auf. Ja, da ist es schon passiert. Also das nur mal so als Beispiel. Das kann ziemlich anstrengend manchmal sein. So, mit Anlauf einmal hin. So, und da hat es auch direkt geklappt. Dann können wir uns den ersten schnappen, erschießen den zweiten und bringen den anderen um. Also hier kann es sein, dass man wirklich so einige Versuche braucht, bis man das schafft. So, ein Zwischenspeicher. Eine Sprungpassage, hier müssen wir auf die Fledermaus achten. Zwei Berührungen und du bist tot, also das ist ganz wichtig, dass man hier schnell unterwegs ist. Einmal an den Stein springen, ein bisschen schleichen, damit das Lock nicht aufwacht. Schmeißen den Stein Richtung Minen und schon ist das Lockblatt. So, Glockenspiel und Feuer. Schale sind hier an einer Stelle, das geht recht flink, Gott sei Dank. Hier nochmal kurz einen Zwischenspeicher wegen der Fledermaus. Läuft. Und schon können wir. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn hier der Ausgang? Ach, ich bin ja auch blöd. Steine haben wir ja noch genug. Hier, die Minen. Wegrotzen. Und schon sind wir am Ende vom vierten Gang. Damit haben wir auch die Stelle erfolgreich gemeistert. Gang 5. So, Gang 5 ist ein bisschen spezieller, ganz wichtig, weil das Besondere hier ist, es gibt so eine roten Platten und da kommen hier immer so eine Steine runter. Die Steine sind dazu da, um die Pyramids, die hier reichhaltig vorhanden sind, platt zu machen. Wir rennen jetzt erstmal ganz schnell nach rechts und müssen hier schon eine Platte überspringen. Genau die, ansonsten hauen wir uns hier selber platt. So, hier springen wir hoch, aktivieren den Hebel am besten von rechts, weil wir müssen gleich wieder nach links springen, denn hier kommen ganz viele Paramites, die uns jetzt verfolgen. Zack, 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 alle tot, alles schön. Ein Stück weiter laufen, hier kommt nämlich schon der nächste Paramite, den locken wir nur ein Stück an. So, und jetzt müssen wir hier vorsichtig rangehen, weil der Paramite tritt auch auf die Platte. Genau, und jetzt klettern wir hier hoch, überspringen den Paramite einmal und laufen hier ein paar Mal hin und her, genau, bis der Paramite tot ist. Und damit können wir uns das Glockenspiel holen. Drüber springen, damit man sich nicht selber tötet, vor allem hier. Aktivieren das Glockenspiel. Und alle freuen sich. Damit haben wir den fünften Gang auch schon geschafft. Und der sechste Gang ist meiner Meinung nach der schwierigste eigentlich. Und warum? Das werdet ihr gleich feststellen. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, warum der sechste Gang der schwierigste ist. Und zwar an der Passage sind zwei verschiedene Abschnitte, wo jeweils eine Fledermaus kommt. Und ich wollte euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie schnell man durch die Berührung einer Fledermaus stirbt. So, und deswegen gehe ich hier auf Risiko
und renne einfach durch, weil wir müssen nachher wieder zurück. Und die Gefahr, dass uns da eine Fledermaus erwischt, ist relativ groß. Und deswegen einfach durchheizen. Wenn man hier startet, sofort losrennen, springen, 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 feuerfrei. So. Hat sofort funktioniert. Manchmal dauert es 5, 6, 7 Versuche. Da muss man einfach mal sich ein bisschen durchfuchsen. So, hier aktivieren wir die erste Mine. Die Mine brauchen wir später. Zeige ich euch aber gleich, wann genau der Punkt kommt, wo die uns nützlich wird. So, jetzt springen wir erstmal hoch, springen hier drüber und deaktivieren die Minen. Da haben wir schon die zwei Minen deaktiviert. Ziehen an dem Hebel, damit wir das Feuer anmachen. Noch einen kurzen Zwischenspeicher. Und jetzt rennen wir sofort los und springen hier an diesen Vorsprung. Ansonsten macht uns der Slog direkt platt. Holen uns das Glockenspiel. Und dann springen wir zurück. Der Slog fällt in den Abgrund. Und die Mine erledigt den Rest. Und deswegen müssen wir die aktivieren. Explosion in 3, 2, 1. Zack. Und da ist der Slog platt. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, hier wieder durch die Sprungpassage in der Hoffnung, dass uns diese dreckige Fledermaus nicht erwischt. Deswegen am Anfang einfach Risiko gehen, das ein paar Mal probieren. So, und damit haben wir das erledigt. Achso, wir müssen ja das Glockenspiel aktivieren. Dumm von mir. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, auf schwer kann man sich da manchmal ganz schön aufhängen. Deswegen ist das der schwierigste Gang. Ja. Und damit haben wir alle Gänge erledigt. Und können in den Hauptgang rein. Und in dem Hauptgang angekommen, erwartet uns jetzt so eine Art Speedrun-Passage. Und für alle Leute, die es mit Speedrun-Passagen nicht so haben, die könnten jetzt theoretisch, das werde ich jetzt aber nicht vorführen, in diese Röhre gehen. Und dann landet man im Hintergrund dieses Levels und die ist gespickt mit lauter Röhren. Und dann kann man sich mal diese ganze Passage im Gesamten ansehen, wenn man da so ein bisschen durchläuft. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich heiz jetzt hier einfach durch. So, wir fahren hier einmal nach oben, springen einmal hier hoch, kurz Anlauf genommen. Falltür runterfallen. Dann geht's hier hoch. Dann springen wir hier an diesen Vorsprung. Einmal Anlauf nehmen und hier rüber. So, hier müssen wir uns einmal durchrollen. Hier springen wir wieder hoch. Anlauf nehmen und sofort rollen. Oh, hier sind wir runtergefallen fast. Nicht so wild. Wieder rollen. Hier springen wir wieder. Spring hier hoch und damit haben wir das erledigt. Schnell hier in diesen Tunnel, in die Röhre. Ansonsten kommen sofort die nächsten Paramites und holen uns spätestens oben auf dem Vorsprung. Ich habe ja nochmal renne ich ja nicht durch. So. Alles ist abgelenkt. Wir können durch die Tür gehen und damit ist diese Passage auch erledigt. Ups, zu weit. Hier hoch. Ja, das war der Tempel im Allgemeinen schon. Jetzt kommt ja noch eine kurze Videosequenz. Ich mal hier wegschalten. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Scarbania. Da kommt dann der fünfte Teil. In Scarbania gibt es auch keine Mudokons zu befreien, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. So, ab hier.
hier dürfte es jedem, der es noch nicht gespielt hat, wieder bekannt vorkommen, wo wir jetzt sind. Hier aktivieren wir den Hebel ganz rechts, damit die Röhren aktiviert sind. Springen hier rein und erwarten noch kurz eine Videosequenz. Ich mache nochmal die Kamera weg. I witness Crabania. Desolate and bare. Boneyards of scrabs that used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get 'em! Critters destroyed for profit's sake. Damit sind wir am Ende vom vierten Teil des Let's Plays von You and Tasty angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum fünften Teil Scrabania. Haut rein, ciao.